Es war auch klar gleichzeitig, dass Gedanken zum Thema Vermögen aus der Sicht eines Jongleurs eher theoretischer Natur sein müssen. Als allererstes mal Gedanken gemacht, wie kommt man überhaupt an Startvermögen? Und ich habe mir das Einfachste eigentlich, wenn man immer mal etwas beiseite legt. Längere Zeit einfach so ein bisschen Chaos im Depot, das kennen wir alle. Völliges Chaos im Depot. Und jeder, der überhaupt irgendwo Vermögen hat, investiert ist, der wünscht sich natürlich, dass sein Vermögen stetig wächst. Leider sind in der Praxis da Grenzen gesetzt, mehrere Probleme treten auf. Ich nenne als erstes Problem den Fiskus. Der Finanzminister kassiert immer mit, er greift jedem von uns in die Tasche, das sieht ungefähr so aus. Oder hier so. Ich sage mal die düstere Prognose, das wird die kommenden Jahre auch eher schlimmer, bis es dann irgendwann auch so aussieht. Wenn wir Pech haben, kommt irgendwann in Deutschland auch wieder die Kopfsteuer zurück. Das ist natürlich ganz besonders ärgerlich für Zwillinge. Aber das zweite Problem, und das ist fast schon das Hauptproblem, ist, dass man als Laie ja oft die Geldanlageform sehr getrennt sieht. Da ist auf der einen Seite immer die Vorstellung, da sind Geldwerte, Vermögenswerte in Geldform und auf der anderen Seite die Aktien und die Immobilien. Und die Wahrheit ist natürlich, man muss diese Anlageformen mischen oder wie der Börsianer sagt, denn nur dann ist Ihr Vermögen immer optimal ausbalanciert, sodass sich Sicherheit und Verfügbarkeit die Waage halten. Ein drittes Problem, meine Damen und Herren, sind natürlich die Aktienmärkte, die Börsen dieser Welt selbst. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Und manchmal ist eine Seitwärtsbewegung dabei, aber eigentlich immer Auf und Ab. Und viele sind dann ganz verzweifelt und folgen in ihrer Verzweiflung ganz blind einem Guru. Aber sie sehen, das Problem ist dasselbe, es geht immer noch auf und ab. Und ja, wie soll man sich als Laie an den Märkten dieser Welt auskennen? Das ist sehr, sehr verwirrend, ich habe es mal eine Weile probiert, aber da gibt es zyklische Aktien und antizyklische Aktien. Wird da irgendwo immer dieser Dow Jones rum, der Bruder von Grace Jones. Gibt es manche Firmen, die machen Joint Ventures. Ja? Das ist auch eine ganz, ganz unübersichtliche Sache. Dann gibt es spezielle Aktien, die man im Auge behalten muss, wie zum Beispiel die Aktie von Borussia Dortmund. Oder andere spezielle Aktien, die man auch im Auge behalten muss, wie zum Beispiel Telekom. Und dann gibt es natürlich auch Branchen, die entwickeln sich einfach nicht so, wie man sich das vorher erwarten durfte. Gehen einfach in eine andere Richtung. Und am allerschlimmsten, Herr Po hat es eben schon genannt, es gibt immer wieder weltpolitische Verwerfungen, wie Herr Schröder das mal genannt hat. Und da reagieren die Aktienmärkte turbulent darauf, totale Turbulenz an den Aktienmärkten. In solchen Situationen ist wichtig, dass man schnell das Ruder herumreißt, schnell reagiert. Das ist jetzt die Schnelligkeit der Reaktion, aber wichtig ist auch, nicht in Panik geraten. Irgendwann, das wissen wir alle, irgendwann gibt es eine Bodenbildung. Bisschen rhythmisch demonstrieren. Ja, und nicht, dass wir den Eindruck haben, bei Union Investment müssen Sie immer nur in Aktien investieren. Ich glaube, das ist schon gut rübergekommen beim Fachvortrag. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, über die DIFA in Immobilienfonds zu investieren. Das ist jetzt meine Immobilie, dargestellt mit der Hilfe der Schokolade. Eine Immobilie, ganz klar. Ja, und während die Union all diese wichtigen Stützen für ihre Vermögensanlage analysiert und bereitstellt, geht man bei der Konkurrenz, bei der DK, ganz normal im Alltagsgeschäft nach. Nach der Devise, wir verteilen das Geld für den Namen.
Nein, Spaß beiseite. Ich möchte noch ein wichtiges Thema streifen beim Thema Geldanlage. Telefonbanking. Ganz klar, Sie können alle Produkte der Union auch per Telefon ordern. Ist gar kein Problem heutzutage im Zeitalter von Handys und was weiß ich, UMTS und so. Und selbstverständlich gilt bei Produkten, die Sie per Handy oder per Telefon ordern, auch das Bankgeheimnis. Das ist mein Lieblingsgeld eigentlich. Mach ich meine Weile. Jetzt habe ich ganz schön viel erzählt über Aktien. Ich bin sicher, Ihnen dreht sich so ein bisschen der Kopf. Angekommen, dass in puncto Geldfragen sich ruhig auf die Profis verlassen können. Es reicht, wenn die Profis sich da durchwuseln und sie können einfach ihre alltäglichen Sorgen mit Geldanlage und Vermögensstrategie hinter sich lassen. Ja, jetzt ist mal Zeit, ganz börsentypisch für eine neue Emission. Wird jetzt auch für Leute das Mehrvermögen sagen. Sie können selbstverständlich auch da ganz relaxed sein. Mit Mehrvermögen ist es kein Problem. Hauptsache, Sie denken an die vier Säulen Ihres Vermögens. Diejenigen von Ihnen, die jetzt schon länger ihr Geld der Union anvertrauen, die wissen, nach kurzer Zeit sieht es dann so aus. Da wissen Sie eventuell gar nicht mehr, wie viel Vermögen Sie haben. Aber Sie können natürlich sicher sein, es ist immer in guten Händen. Dankeschön.